Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Puh, also manchmal erscheinen Filme in der Galerie des Grauens, die sind tatsächlich ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich meine, wie soll ich mir Rakete 510 anschauen, wenn ich nicht Rakete 1 bis Rakete 509 vorher gesehen habe? Ja, das sind vielleicht auch die Versuche, die Elon Musk gebraucht hat, bevor es dort endlich einmal nahtlos funktioniert hat. Oh nein, in Wirklichkeit geht's bei diesem Film um den ersten Mann, der im Weltall ist. Alternativtitel First Man into Space oder Satellite of Blood. Das sind die Titel, die dieser Film aus dem Jahr 1959 hatte. Der kam damals eben auch über MGM mit einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren in die deutschen Kinos Ende im August 1959 und ward dann aber weitestgehend vergessen, bis Anolis im Jahr 2010, im Jänner genauer gesagt, daherkam und den Titel als Nummer 6 in der allerersten Galerie des Grauens Box veröffentlicht hat. Und damit habe ich mit dem bereits mir von ganz lieben Zuschauern geschenkten DVDs aus der allerersten Galerie des Grauens Box hier tatsächlich eine wunderschöne Reihe von 5 aufeinanderfolgenden Titeln. Das sieht natürlich erstens im Regal absolut großartig aus, weil vor allem ich liebe halt diese durchgehende Buchrücken-Überraschung quasi. Die habe ich als Kind schon bei den lustigen Taschenbüchern geliebt. Die liebe ich jetzt auch als eigentlich geistig immer noch Kind bei den Galerien des Grauens. Und dabei bekommen wir, wie ich finde, hier bei Rakete 510 ein wunderschönes Cover-Artwork von Anolis, das hier eben diese Zeichnung zeigt. Leider ist in der OFDB nicht das alte deutsche Kinoplakatmotiv zu finden. Vielleicht sehen wir das dann noch im Booklet. Aber wie ich finde, ein sehr schönes Cover. Vor allem ein Film, der, obwohl er aus den späten 50er Jahren ist, eigentlich ein ziemlich schleimig, schlatzig, vertoxic Avengerifiziertes Monster zeigt und damit eigentlich für die damalige Zeit schon relativ derbe Effekte hatte. Ich weiß und kann mich daran erinnern, dass dieser Film eigentlich relativ kurzweilig war und dass ich den sehr gerne gesehen habe. Hier ist dann eben noch einmal unser Toxi, der gerade aus dem Klo von Street Trash rausgekommen ist und wir sehen ihn sogar hier auf dem Backcover dann auch noch einmal in Action. Das ist eine absolut coole Sache. Damals sogar schon, oh ja, damals hat es diese FSK-Flatschen schon gegeben, ein Wahnsinn. Und mit exklusiv produziertem Bonusmaterial hier wie einem Audiokommentar. Das ist auch eine schöne Sache. Im Inneren wartet dann bei diesem Release natürlich auf der einen Seite rechts die DVD mit demselben Motiv wie eben auch auf dem Frontcover. Und ein Booklet gibt es bei dem Film auch noch mit einem Ausschnitt aus dem Frontcover, diesem schönen ledernen Hintergrund, den quasi die Anolis Booklets immer wieder gerne gehabt haben. Auch hier sehr schön eigentlich, wie man da spiegelverkehrt quasi den anderen Teil von dem Frontcover Artwork hier genommen hat, um damit dieses Design von dem Booklet zu machen. Das gefällt mir sehr gut. Dazu haben wir dann eben auch noch hier in dem klassischen Galerie des Grauens Gewand ein Booklet, wo wir sogar noch die Szenenbilder, die dann hinten in Schwarz-Weiß abgebildet sind, auch noch einmal in Farbe haben. Interessant. Das original alte amerikanische Kinoplakatmotiv mit dem zu dem Film, wo man eben auch sieht, wer hier Inspiration geliefert hat, auch für dieses Motiv. Beziehungsweise auf den ersten Blick habe ich mir gerade kurz gedacht, das ist ein Papierflieger, der da herumzischt. Aber das sind auf jeden Fall sehr schöne Bilder und sehr schön gemacht, diese Veröffentlichung, die wir da haben. Und jetzt, fast 15 Jahre, nachdem ich die DVD das erste Mal in der Hand hatte und fürs DVD-Forum reviewed hat, hat mir ein lieber Zuschauer auf YouTube hier eine original verpackte sogar noch und damit natürlich perfekt erhaltene DVD von Rakete 510 zukommen lassen, was ich persönlich absolut großartig finde in diesem Fall. Fetten Dank dafür. Auf den Film freue ich mich tatsächlich schon, wenn ich wieder mal Zeit davon habe, weil, wie gesagt, ich habe den sehr unterhaltsam in Erinnerung.